Heute gehen wir mal der Frage nach, was man denn genau braucht, um Videos zu drehen. Ihr, der jetzt schon ein paar Videos hier angeschaut hat, der wird feststellen, dass ich nicht viel brauche, weil ich nehme einfach nur die GoPro auf einem geilen kleinen Gorilla-Pod und nehme damit auf. Aber man kann das auch professioneller angehen. Und ich bin heute bei einem Kunden und richte da jetzt ein Filmstudio ein. Hallo Isabel. Und ja, also wir haben erstmal jede Menge. Das sind alles Lichtboxen. Dann haben wir hier eine große Aufhängung. Da kommt dann diese drei auf, keine Ahnung, 3 Meter sind es glaube ich, weiße Papierrolle hinten dran für diesen Infinity-Hintergrund. Hier haben wir verschiedene Hintergründe. Greenscreen für die Fotobox haben wir hier verschiedene Einlagen. Hier haben wir eine Fotobox, die schmeißt man einfach hin und dann geht die auf. Und jetzt werde ich einfach mal anfangen, hier ein bisschen aufzubauen. Ich würde normalerweise jetzt gerne einfach einen Zeitraffer laufen lassen, da die Akkulaufzeit leider etwas beschränkt ist mittlerweile, wird das wohl eher nichts werden. Ich schaue aber mal, was sich machen lässt. So, endlich sind alle aufgebaut. Jetzt kriegen die noch einen Diffuser oben drüber. Das sind diese Dinger hier, damit wird das Licht dann etwas weicher. Und dann wird hier die weiße Plane aufgebaut. Das ist Papier, das ist Fotografiepapier. Da muss ich mal schauen, was ich so als Beispiel mal mache. Aber ja, so viel jetzt mal hier. Ich bin dann gleich wieder da. Jetzt haben wir eigentlich hier alles aufgebaut. Hier ist die weiße Wand, also im Endeffekt die Papierwand. Hier haben wir eine kleine Leuchte. Hier oben hängt ein Galgen. Den können wir hier nicht verwenden. Das sieht man gleich, wenn ich ein bisschen rausgehe, weil die Decke hier zu niedrig ist und ich kriege ihn dann, also er hängt halt komplett falsch an der Seite und das bringt dann im Endeffekt nicht wirklich was. Ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen, weil er steht nicht sonderlich im Weg. Dann steht hier eine Vierer. Box, hier steht eine Vierer, hier steht eine Vierer, hier steht eine Vierer und da vorne dann nochmal eine kleine. Das ist natürlich jetzt nur mal so aufgebaut, das wird nachher final zu 99% nicht so bleiben, weil das ist absoluter Overkill. Aber es zeigt doch mal schön, was man alles machen kann. Ich zeige jetzt gleich einmal Video mit allem an und einmal Video mit allem aus, damit man mal den Unterschied schön sehen kann. Das ist jetzt einmal komplett unbeleuchtet. Ich stehe jetzt einfach nur vor der weißen Papierwand und es ist alles komplett ausgeschaltet. Jetzt schalten wir das mal schnell ein. So, und jetzt sind die Lampen um mich herum im Endeffekt eingeschalten. Wie gesagt, es strahlen jetzt hier 6 Lampen von allen Richtungen drauf. Worauf ich ja eigentlich mit dieser Folge hinaus will. Ich kann jetzt hier dieses ganze Setup machen, aber ich brauche das nicht wirklich. Ich bin vielleicht jetzt besser ausgeleuchtet als die meiste Zeit, wenn ich meine Videos mache. Aber, ja, also, muss ja nicht unbedingt sein. Das ganze Setup hier, das sind jetzt ungefähr, also die Boxen, diese Leinwand, dieses Befestigung für Leinwand, also insgesamt etwa 500 Euro sind das alles, also Lichter, Lampen und das ganze Gruß. Das muss man nicht wirklich ausgeben. Und normalerweise würden wir jetzt hier nicht mit einer GoPro filmen, sondern mit einer DSLR. Auf jeden Fall. Man kann das so machen, sich so ein Studio bauen. Dazu sei gesagt, LEDs nehmen nicht wie hier Leuchtstoff, weil es wird hier verdammt warm. Deswegen einfach gucken, was vor allem selbst am praktikabelsten ist. Nicht unbedingt am Videoqualität besten, sondern am praktikabelsten, damit man es auch letztlich macht. Hier ist jetzt das Video, das Studio, das bleibt. Aber wenn ich das jetzt jedes Mal ab- und aufbauen müsste, um nachher ein 5-Minuten-Video zu drehen, dann mache ich das nicht und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Deswegen so wenig wie möglich. Teilweise im
Büro habe ich ja eine Ringleuchte, die alles bestrahlt. Das ist dann nur ein Licht. Und ich kann das jetzt auch noch kurz demonstrieren. Das sieht dann in etwa so aus. Und das ist auch schon vollkommen in Ordnung. Also es muss nicht alles drumherum sein, es reicht auch mit weniger. Und je nachdem, wenn man ein Smartphone macht, kriegt man so kleine Ringlichter als Ansteckelement fürs Smartphone. Oder man nimmt sich ein Ringlicht und steckt das Smartphone rein. Oder man nimmt so ein kleines Portabelringlicht, die kriegt man für 50 bis 80 € auf Amazon. Deswegen braucht es nicht, kann man machen, sieht natürlich später besser aus, man kann in der Post-Production mehr mitmachen, aber man braucht es definitiv nicht. Also mein Rat, ein Licht nehmen, das sollte reichen, nicht zu kompliziert machen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, wie immer. Fragen einfach an kontakt@deinforge.com und dann sage ich bis zur nächsten Folge.